Hallo alle zusammen. Nachdem wir jetzt unseren Charakterbogen und... Wartet kurz. Ja. Ah, Screamer, hi. Warbird Knights? Bitching, schreib mich ein. Fuck yeah, ich bin ein Ritter. hear thee, from this day forward I shall be known as Sir Diceback Dohorny, creator of systems. Master of Chaos, Viewer of Ponies, Enemy of Marsupials, and Annoying Douchebag. Sorry, ich war ein bisschen abgelenkt. Wo war ich? Ach ja, da wir beim letzten Mal den Charakterbogen fertig gemacht haben und vorher eigentlich schon die ganzen anderen wichtigen Sachen, also Talentproben, Kämpfen, Magie und so weiter, abgehandelt haben, fehlen jetzt eigentlich nur noch die Gegenstände, um ein Spiel zu beginnen. Wenn man ganz genau ist, bräuchte man eigentlich auch noch Nichtspielercharaktere, um das Spiel zu beginnen. Aber da kann man im Grunde vorgehen wie bei der Charaktererstellung. Was sonst noch fehlt, wären solche Sachen wie Gifte, Effekte, Fallen und so weiter. Aber das packen wir einfach mal in die, ich sag mal, erweiterten Regeln. Das heißt, das ist für das Grundlagenspiel nicht unbedingt notwendig. Also beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit Gegenständen. Man kann Gegenstände grundlegend in 5 Oberkategorien unterteilen. Waffen, Kleidung, Material, Tinkturen und Besitz. Waffen dürfte sich eigentlich selbst klären. Alles, womit man irgendwie pieken, hauen, stechen oder hacken kann, gilt als Waffe. Also Schwerter, Bögen, Äxte, Keulen, Knüppel, Laserpistolen, Laserschwerter, das ganze Zeug eben. Unter Kleidung fällt sowohl die normale Alltagskleidung, also Schuhe, Hose, Hemd, Hut, als auch Rüstungen. Das ist nur egal, ob es Lederrüstung, Plattenrüstung oder die Stormtrooper-Rüstung, die scheinbar aus Pappmaché sind, alles packt sich hier in Kleidung mit rein. Material wäre das Zeug, was man braucht, um andere Gegenstände herzustellen. Also Metalle, um eine Rüstung zu schmieden, Kräuter, die man für Tränke braucht oder auch Zutaten für magische Rituale. Das alles würde in den Bereich Material fallen. Bei Tinkturen finden sich alle Arten von Tränken und Giften. Dabei wäre es jetzt egal, ob das hier ein Gift, eine Säure oder einfach ein normaler Heiltrank ist. Das kommt alles mit den Tinkturen rein. Unter Besitz tümmelt sich alles andere. Egal ob jetzt Wertgegenstände, Werkzeuge, Nahrung, Dokumente, Karten oder sonst was, was man gerade findet, wie zum Beispiel Feuerholz, das kommt alles hier mit rein. Natürlich kann man diese Einteilung beliebig an sein Setting anpassen. Wenn man zum Beispiel bei Steampunk spielt, sind Maschinen so wichtig, dass sie eine eigene Kategorie brauchen, während zum Beispiel bei Science Fiction, Tinkturen oder Tränke absolut nutzlos geworden sind. Zudem ist die Einteilung in diese 5 Bereiche etwas, das ich persönlich als gesundes Mittelmaß betrachte. Es gibt einem die Möglichkeit, das Inventar so weit aufzuteilen, dass man zwar klar unterscheiden kann, was wohin gehört und was welchen Sinn hat, aber dass es nicht so weit aufgefächert ist, dass es unnötig kompliziert wird. Bei den Werkmaterialien und dem Handwerk richtet sich die Komplexität häufig nach der Art der Spielwelt. Geht die Spielwelt eher in Richtung eines Computerspiels oder in die Richtung einer frei ausgelebten Idee? Ich glaube, das muss ich etwas erklären. In einem Videospiel ist es sehr einfach zu sagen, dass zum Beispiel ein bestimmter Apparat eine genaue Anzahl an Zahnrädern und Eisenstangen und Federn braucht, weil im System festgelegt ist, dass man diesen Apparat bauen kann. Allerdings hat man nicht die freie Entscheidung, diesen Apparat zu modifizieren in einem Weg, der vom Spiel nicht vorgesehen ist. Das heißt, man kann zwar exakte Rezepte schreiben und man kann eine weite Fläche von Material definieren mit bestimmten Eigenschaften, aber die Spielwelt wird dadurch begrenzt. Wenn ich in der Spielwelt von einer mittelalterlichen europäischen Stadt zu einem Indianerdorf in die Wüste Gobi und dann ins Römische Reich gehen kann, nur so beispielsweise, habe ich eine so große Ladung an Materialien, dass es unheimlich schwer ist, alles genau aufzuzeichnen. Das heißt, desto freier die Idee ist, desto freier ich die Sachen ausleben möchte, desto geringer muss ich im Grunde die Materialien halten. Das heißt nicht, dass ich nicht zwischen verschiedenen Metallen unterscheiden kann. Das heißt nur, dass in der Herstellungsmechanik diese Sachen nicht bedacht werden können. Im UAPD6 beispielsweise gibt es nur 3 Arten von Material. Textile Werkstoffe, massive Werkstoffe und Zutaten. Während Zutaten so gut wie alles abdecken, was in einen Trank reingepackt werden kann, bilden textile Werkstoffe und massive Werkstoffe die Grundlage für die Herstellung von Gegenständen. Unter textile Werkstoffe fallen dabei sowohl Leder als auch Wolle oder Seide, während unter massive Werkstoffe solche Sachen wie Stein, Holz, Knochen oder auch Metall fallen. Das heißt, im Handwerk selber ist ein klarer Unterschied nicht zu erkennen.
ob ich mir jetzt eine Knochenrüstung aus Steinplatten, aus Knochenplatten oder aus Metallplatten machen möchte, ist in dem Sinne dem Spieler überlassen. Allerdings kann man hier wieder die Talente mit reinbringen, und zwar auf der Ebene des Materials. Man kann zwar sagen, für die Herstellung von Rüstungen habe ich im Grunde nur zwei Materialien, die sehr weit gefasst werden können. Das heißt, man hat im Handwerk selber im Grunde nur zwei Materialien, textile Materialien und massive Materialien. Aber trotzdem sind die Unterarten des Materials wichtig, und zwar wegen den Talenten. Das heißt, wenn ich eine Plattenrüstung aus Knochenplatten herstelle, würde ich diese Knochenplatten wahrscheinlich schnitzen. Das heißt, ich würde ein anderes Talent benutzen, als wenn ich diese Platten aus Metall schmieden würde und so weiter. Das heißt, auch wenn ich die Materialien und das Handwerk recht simpel halte, bleibt es trotzdem innerhalb der Spielwelt logisch. Das heißt, die Frage ist hier eigentlich, möchte ich eine recht lokale Spielwelt, also zum Beispiel einen Stamm von Höhlenmenschen, oder möchte ich eine sehr weite Spielwelt, wie zum Beispiel eine interplanetarische Föderation mit hunderten von bewohnten Planeten? Denn desto weiter die Spielwelt gefasst ist, desto vereinfachter müsste man im Grunde Handwerk und Materialien darstellen, um alles abzudecken, ohne dass Spieler telefonbuchgroße Listen mit sich rumschleppen müssen, welche Materialien sie für was brauchen. So, ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat euch gefallen und euch ein wenig weitergeholfen. Das wäre das letzte standardmäßige Systemvideo. Im Grunde habt ihr hiermit alles, was ihr braucht, um ein eigenes Regelwerk zu schreiben. Die nachfolgenden Videos drehen sich mehr um allgemeine Ideen, wie man ein bestehendes System oder ein selbstgeschriebenes System etwas aufpeppen kann. Also wie baut man beispielsweise Bodymod Magic ein, wie stellt man ein System von Fantasy auf Science Fiction um, verschiedene Rassen von Fantasy und Science Fiction, Gedanken zum Thema A, B, C, D und so weiter und so weiter. Ich hoffe, es interessiert euch und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Also dann, man sieht sich bis zum nächsten Video.